Ist da jemand? Was war das? Erledigt. Nicht schnell, aber seid vorsichtig. Ich habe nichts gesehen. Und was kümmert mich um Osmas Schatzkammer, falls doch jemand vorbeigekommen ist? Das ist sie. Es ist nie so einfach, wie es scheint, was? Ich wusste es nicht, das schwöre ich. Es muss eine Art Schalter geben. Gibt es ein Problem? Ich weiß es nicht. Ja. Ganz ruhig, meine Liebe. Nun, ich schätze, das gilt wohl als Problem. Es ist noch nicht vorbei. Doch, es ist vorbei. Ich wusste schon bei eurer Ankunft, wer ihr seid. Assassinin. Eine Assassinin? Ich dachte, wir seien hier, um ein Juwel zu... Dann hat sie es euch also nicht erzählt. Die Elfin ist eine Kunache. Ich nehme an, Teres hatte ihre Gründe dafür. Du meine Güte.
Sie hat euch wirklich gut ausgewählt, nicht wahr? Hört zu. Ich bin hier, um zu verhindern, dass das Herz etwas tut, das wir alle bedauern werden. Sie nicht. Haltet sie aus der Sache raus. Damit all meine Bemühungen, euch vor der Ankunft des Herzens hierher zu locken, umsonst waren, seid bitte nicht töricht. Asai Hasadra Mas. Mas Avastrasa Kulu. Schafft sie weg. Die Elfin war eine Kunari. Und der Zwerg hat keinen Bart. Ich weiß, für mich hat es auch keinen Sinn ergeben. Vielleicht haben sie ihr die Hörner abgeschnitten. Die Kunari sind keine Rasse. Sie sind eine Religion. Was ich nicht verstehe, ist, wieso die Kunari-Spionin einen ihrer eigenen Leute töten sollte. Und warum hat sie den Champion mit hineingezogen? Das sind wirklich gute Fragen. Und ich erwarte entsprechende Antworten. Ich lebe, um euch zu gefallen. Ich habe eine Frage. Als der Herzog euch sagte, was ich bin, meintet ihr, das sei euch gleichgültig. War das die Wahrheit? Ihr hättet mir die Wahrheit sagen können. Ich hätte vermutlich zugehört. Oder aber auch nicht. Wir werden es wohl nie erfahren. Es tut mir wirklich leid. Ich hatte das alles ganz anders geplant. Offensichtlich. Was genau war denn euer Plan? Ich hatte erwartet, Salid zu finden. Ein Mitglied der Benhas Wrath. Das Herz der vielen. Mir wurde erzählt, er sei hier, um Geheimnisse an die Orlesianer zu verkaufen. Und ich wollte ihn aufhalten. Ich war wohl schlecht informiert. Ich nehme an, ihr habt irgendeinen Plan. Ich habe immer einen Plan. Einen guten? Oh, wehe euch, die ihr arm seid an Vertrauen. Unser vornehmliches Ansinnen muss sein, hier herauszukommen, bevor seine Gnaden uns in der Suppe haben will. Oder was er sonst vorhat. Vorschläge? Wir sind nicht allein gekommen. Schon vergessen? Blondschopf, ich sag's ungern, aber hier waren wir mit Sicherheit schon. Mist. Aber wir sind diesmal links abgebogen. Wir können gar nicht im Kreis gehen. Hätte ich die Garnrolle doch nur nicht Gänseblümchen gegeben. Ihr dürft niemandem davon erzählen. Ich mein's ernst, Varric. Kein Wort. Oh, genug. Ich bin es jetzt leid, auf meine Rettung zu warten. Warum habt ihr damit so lange gewartet? Ihr sagtet, eure Freunde würden kommen. Dem Erbauer sei Dank. Seid ihr wohl auf, Liebste? Verschwinden wir von hier. Also wieder zurück durchs Schloss. Es gibt einen besseren Weg, als sich durch die gesamte Armee des Herzogs zu kämpfen. Ich zeige ihn euch. Hier ist eure Ausrüstung, Hawk. Sie lag doch tatsächlich in einer verschlossenen Truhe. Dann sollten wir uns auf den Weg zu den Höhlen machen. Das ist der Weg nach draußen, den ich ursprünglich für uns vorgesehen hatte. Außer natürlich, ihr wollt, dass wir uns einen Weg durch die Armee des Herzogs bahnen. Wir werden sehen. Es liegt bei euch, welchen Weg ihr einschlagen wollt, Hawk. Ich unterstütze euch so oder so.